Tatort Bayern, US-Raketen gegen Russland. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag heute am 22. Dezember. Das sind einige unserer weiteren Themen. MI6 in der Höhle des Löwen. Österreich, Prügelopfer tot. Asylstopp für sozialen Frieden. Tatort Bayern, US-Raketen gegen Russland. Seit gestern ist klar, dass die USA hochmoderne Patriot-Raketen an die Ukraine liefern. Präsident Zelensky genoss seinen Auftritt im US-Kongress. Sehen Sie selbst. Präsident Biden сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. An den Patriot-Raketen sollen auf dem bayerischen Truppenübungsplatz in Grafenwöhr ukrainische Soldaten ausgebildet werden, obwohl Moskau die USA gewarnt hat, dass die Systeme, Zitat, legitime und vorrangige Ziele von russischen Gegenschlägen sein würden. Beginnt jetzt eine neue Spirale der Eskalation, nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Deutschland. Darüber sprachen TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Wenige Tage vor Beginn des Ukraine-Krieges fand eine groß angelegte NATO-Übung statt, wo das Militärbündnis noch einmal seine Muskeln hat spielen lassen. Allied Spirit hieß diese Übung. Über 6000 Soldaten waren im Einsatz aus über 10 Ländern, also wirklich eine Riesenübung. Und die fand nicht irgendwo statt, sondern wieder einmal in Deutschland, in der Oberpfalz, und zwar auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels. Hohenfels hat etwa 160 Quadratkilometer und ist damit ungefähr so groß wie halb München. Kann man sich kaum vorstellen, dass es so einen Übungsplatz gibt. Aber es gibt noch einen größeren in direkter Nähe, nämlich der Übungsplatz Grafenwöhr. Der hat sogar 233 Quadratkilometer. Und dort sollen jetzt die Ukrainer trainiert werden an diesem Patriot-Flugabwehrsystem, dessen Lieferung Biden gegenüber Zelensky in Washington versprochen hat. Und das zeigt wieder einmal, Deutschland wird sukzessive zu einem oder zu dem Dreh- und Angelpunkt der Mobilmachung gegen Russland ausgebaut. Ich meine, wir hatten ja schon mal eine Sendung, wo wir besprochen haben, dass Wiesbaden mittlerweile die US-Kommandozentrale ist im Krieg gegen Russland. Das heißt, alles, was mit Waffenlieferungen, alles, was mit Soldatentraining zu tun hat, wird darüber organisiert. Jetzt also auch auf dem Übungsplatz Grafenwöhr. Und dann haben wir natürlich noch die große Luftwaffenbasis in Ramstein. Das heißt, Deutschland ist eine Militärkolonie der USA und mittlerweile der Hauptschauplatz der Aufrüstung gegen Moskau. Das ist erschreckend. Und das Erschreckende ist auch, wir haben es ja jetzt wieder beobachtet. Zelensky war in Washington, es wurden irgendwelche Entscheidungen getroffen in Washington und das hat dann direkte Konsequenzen, nicht für die Amerikaner, sondern für uns Deutsche, obwohl wir gar nicht gefragt worden sind. Es gab keine Volksabstimmung, es gab nichts. Es wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden. Ja. Also was Grafenwöhr angeht, ist, glaube ich, der weltweit größte Truppenübungsplatz der Amis außerhalb der USA. Und heute lese ich im Deutschlandfunk in Bezug auf die Ausbildung der Patriot-Raketen, ich zitiere, Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um Deutschland handeln. Konkret könnten ukrainische Soldaten auf dem US-Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr geschult werden. Ob eine Ausbildung nun erst anläuft oder ob sie möglicherweise schon vor Wochen oder Monaten begonnen hat, ist nicht bekannt. Also, der Deutschlandfunk legt nahe sozusagen, dass die Ukrainer schon längst in Grafenwöhr an der Patriot ausgebildet werden, weil die Ausbildung ist sehr lange. Das ist ein kompliziertes System, jedenfalls für Soldaten, die bisher an östliche Systeme gewöhnt waren, wie die S-300. Und ich glaube, da läuft schon einiges. Ich erinnere mich auch, im November war mal die Frage, schickt eigentlich die Bundeswehr ihre Patriot in die Ukraine oder wenigstens nach Polen? Das wurde dann abschlägig beschieden, wahrscheinlich weil die deutschen Patriot-Systeme alle kaputt sind. Und im Gegenzug hat man dann aber den Deutschen gesagt, okay, dann gibt aber grünes Licht für die Ausbildung der Ukrainer in Grafenwöhr. Ja, Wahnsinn, was da
mal wieder beschlossen worden ist. Wir können ja auch mal auf die Reaktion von Moskau schauen. Der russische Botschafter in Washington hat gesagt, es zeigt sich wieder einmal, dass der Ukraine-Krieg ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland ist. Das wird jetzt so ein bisschen skandalisiert in der Mainstream-Presse, als wäre es eine Provokation gewesen. Aber war es ja einfach nur Aussprache einer Tatsache. Also natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg. Natürlich ist es eine indirekte, teilweise sogar eine direkte Konfrontation dieser beiden Großmächte. Das muss man immer sehen. Moskau hat das zu Recht kritisiert, dass eben auch in Washington überhaupt keine Friedensbereitschaft signalisiert worden ist. Ich meine, man hätte den Termin ja auch nutzen können, kurz vor Weihnachten, um ein bisschen Entgegenkommen zu zeigen, mal die russische Perspektive auch zu beleuchten. Was kann man machen, um das Blutvergießen endlich zu stoppen? Aber das Gegenteil wurde getan. Es wurde quasi der jetzige Kurs zementiert, auch fürs nächste Jahr, sogar noch weiter eskaliert, indem man jetzt dieses Patriot-System versprochen hat. Und ich sehe da keinen Ausweg. Also es wurde überhaupt keine Friedensbereitschaft gezeigt. Es wurde im Gegenteil Kriegsbereitschaft demonstriert, auch kurz vor Weihnachten. Und das wird uns auch im nächsten Jahr begleiten wieder. Man hätte ja auch zu Putin sagen können, hör mal, bei allem Streit, bei allem Kampf, bei allem Krieg, wir machen jetzt eine einwöchige Feuerpause. Ja. Von Weihnachten bis Neujahr. Zum Beispiel. Danach können wir weitermachen, aber wir wollen jetzt wenigstens die Feiertage. Wobei die Orthodoxen feiern Weihnachten später. Die feiern ja am 6. Januar. Also hätte man sagen können, okay, vom 1. Januar bis zum 8. oder was auch immer. Ja. Aber so ein Signal gab es nicht. Wichtiger als der Patriot-Beschluss ist meines Erachtens der Beschluss über Lenkgeschosse, die von Flugzeugen abgeschossen werden können. Die sollen auch geliefert werden. Und das vor dem Hintergrund, dass jetzt erstmals Kampfjets von der NATO an die Ukrainer geliefert werden. Das gab es bisher noch nicht. Und zwar macht es die Slowakei, die liefert alte MiG aus sowjetischer Produktion an die Ukraine. Und wenn die dann aufgerüstet werden mit den neuen amerikanischen Raketen, die gestern auch beschlossen worden sind, ist es eine gefährlichere Waffe als die Patriot. Man muss auch mal sehen, also Patriot ist als Symbol sehr stark. Jeder kennt den Namen, des Systems seit 50 Jahren im Einsatz. Die Bundeswehr hat Patriot in die Türkei geschickt, gegen die Syrer damals. Deswegen ist es Symbol, an dem sich die Diskussion aufhängt. Aber eigentlich ist die Patriot gar nicht so entscheidend, denn man muss mal sehen, es wird eine Patriot-Batterie geliefert. Was kannst du mit einer Patriot-Batterie machen? Du kannst vielleicht Kiew schützen. Ja, die können 90 Flugkörper abfangen, die angreifen. Oder können sie gleichzeitig verfolgen. Springende Punkt ist aber, jedes Geschoss aus der Patriot kostet über 1 Million. Und die werden dann eingesetzt gegen russische Drohnen, Stückpreis 20.000 US-Dollar. Und das ist das riesige Problem, was die Ukrainer haben. Sie verfeuern eine Menge Munition in der Flugabwehr und selbst die Bild-Zeitung schreibt jetzt, Raketen für die sowjetischen S-300 gehen langsam zur Neige. Der Stern letzte Woche, Vorräte an Luftabwehrraketen leeren sich rapide. Das heißt, bisher ist die Flugabwehr der Ukrainer mit diesen S-300 aus sowjetischer Produktion, da geht die Munition aus. Und die Munition könnte man nur aus Russland bekommen, natürlich bekommt man sie nicht. Und deswegen braucht man jetzt den Ersatz und kriegt aber nur eine Batterie. Hm. Ja, also es ist viel Symbolik drin in diesem Treffen gestern und natürlich der alte Biden und dann der junge Kämpfer da in seinem Olivdrill soll irgendwas darstellen. Es fließt eine Menge Kohle. Die Amis haben schon 20 Milliarden seit dem Amtsantritt verpulvert für die Ukraine. Jetzt kommen seit gestern nochmal 1,8 Milliarden Dollar Soforthilfe dazu, unter anderem für diese Patriot-Systeme. Also da fließt eine Menge Geld, aber was es letztlich bringt, weiß man nicht so richtig. Und das Riesenthema ist eben, wenn es, noch ein anderes Beispiel, bevor die Patriot geliefert wurden, wurden ungefähr vor 10 Wochen die deutschen Iris-T Abwehrsysteme geliefert. Hoch begrüßt von der Ukraine. Okay, Iris-T schießt nicht mehr, gibt es keine Munition, weil es ein sehr neues System, Patriot ist 50 Jahre alt, Iris-T ist ja neu und die Produktion, da gibt es keine Bestände. Jetzt versucht man händeringend in der Schweiz da was zu organisieren, die Schweizer wollen nicht wegen der Neutralität, muss das neu produziert werden. Also Iris-T ist schon außer Gefecht, jetzt kommt die Patriot. Das große Problem ist, wenn das alles nichts nützt, wird irgendwann mal jemand sagen, wir müssen doch als NATO direkt eingreifen. Bringt alles nichts.
Gut möglich. Also zu dem Symbolträchtigen nochmal, ich meine, das ganze Treffen, das hätte man ja auch locker per Zoom oder per Telefon absolvieren können. Aber die Bilder wurden natürlich jetzt gebraucht gegen Ende des Jahres, um zu zeigen, wir stehen noch zusammen bis zum letzten Mann quasi. Man hat den Handshake gebraucht, den alten Biden da, wie du sagst, mit Zelensky. Das war natürlich alles große Symbolik. Und ich finde es wieder so traurig, wie bezeichnend, wie die deutsche Politik auf das Treffen reagiert hat. Also sofort, also es wurde ein Schuss abgesetzt in Washington und sofort gibt es Widerhall innerhalb der deutschen Politik. Da hat sich zum Beispiel die CSU gemeldet, hat gesagt, wir müssen jetzt auch das Patriot-System an die Ukraine liefern. Hat das gefordert von der Ampelregierung und natürlich die unvermeidliche Agnes Strack-Zimmermann wurde wieder auf den Plan gerufen und hat gefordert, dass man Leopard 2 Panzer liefern soll und Schützenpanzer Marder endlich liefern soll an Zelensky. Das heißt, dann hat wieder eine sofortige Reaktion gegeben und zeigt eben auch, dass die deutsche Politik leider nichts gelernt hat, auch wenn Deutschland jetzt durch die Sache in Grafenwöhr in direkte Gefahr gerät, weil die Russen haben ja gesagt, das sind mögliche Angriffsziele und die Deutschen machen da unbeirrt weiter, beziehungsweise die etablierte Politik setzt den Kurs fort und stellt weitere Forderungen. Also der Zelensky ist ja jedenfalls ein ganz gerissener Schauspieler. Am Dienstag, glaube ich, hat er die Frontstadt Bachmut besucht und sich da mit den Soldaten gezeigt, ja, also praktisch direkt an der Front. Ja, und unsere Presse hat schon geschrieben, das ist ja ein toller Präsident, der Putin, der vergrabt sich immer im Kreml und ist so distanziert, der geht an die Front. Hat sich herausgestellt, das waren uralte Aufnahmen, die jetzt eingespielt wurden, um die Reise von Zelensky nach Washington sozusagen ja, dahinter zu verstecken. Also der war schon unterwegs, der war gar nicht in Bachmut. Ja. Und ja, so ist der gestrickt, aber mit Schauspielerei allein wird es nicht vorwärts gehen. Der ukrainische Oberkommandierende Valery Saluschny hat letzte Woche im Economist, also britische Wirtschaftsmagazin, gesagt, ich brauche 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen. Das ist eine Menge Holz. Und da wird der Druck auf Deutschland wachsen, da auch was zu liefern, aber Stichwort Schützenpanzer, hat sich ja schon gezeigt, wie es mit dem Puma aussieht. Pannenpanzer Puma. Liebe Zuschauer, der Kalte Krieg wird leider immer heißer. Wir verfolgen die Entwicklung weiter, informieren Sie natürlich täglich, 20 Uhr. Kommentieren Sie gerne mit auf YouTube oder auf unserer Online-Seite und abonnieren Sie auch gerne unseren Kanal. Der britische MI6 ist einer der berüchtigsten und berühmtesten Geheimdienste der Welt. In London befindet sich... Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.